Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. In diesem Beispiel habe ich jetzt ein Trainingsvideo, was in erster Linie mal aus einem längeren Monolog besteht und ich möchte das gerne durch ein paar Bilder zwischendurch ein bisschen aufpeppen. Wir erzeugen also ein neues Projekt, nennen wir es 01, Schulungsfilm mit Bildern. Ich stelle nochmal sicher, dass hier der richtige Speicherort ausgewählt ist, das stimmt. GPU-Beschleunigung habe ich auch eingestellt und mit OK kann ich das Ganze bestätigen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, in was für einem Format der Kunde mir diesen Film überhaupt geliefert hat, also überspringe ich diesen Dialog erstmal mit Abbrechen. Es wird trotzdem ein Projekt angelegt, ich habe eben nur hier keine Sequenz. Wir können jetzt den Media Browser zum Import benutzen und schauen mal hier in unseren Projektordner, dort unter Clips, machen wir das Ganze hier mal in die Listenansicht, gibt es einen Ordner Clip mit Bildern. Hier sehen wir einige JPEGs und einen Film. Wir können den Film vielleicht auch erstmal abspielen per Doppelklick. Das Schöne ist, per Doppelklick eröffnet sich hier im Clipfenster. Zahl auf den. Aber er wird noch nicht in das Projekt importiert. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich Medien erstmal sichten, bevor ich sie importiere. Aber ich weiß schon, dass ich jetzt alles haben möchte, also wähle ich hier alle Clips entsprechend aus. Rechtsklick importieren und ich habe diese Medien jetzt hier im Projektfenster. Mir wird es ein bisschen zu unübersichtlich, wenn ich hier überall die Vorschaubilder habe. Insofern wechsle ich jetzt hier mal von der Symbol zur Listenansicht und ich erzeuge mir hier eine neue Ablage für alle meine Bilder. Die Bilder kann ich auch gleich da reinschieben. Wählen wir sie hier mit gedrückter Umschalttaste aus, ziehen sie in den Bilderordner und klappen den zu. Hier sind noch ein paar mehr, auch die ziehen wir jetzt hier rein. Da ich ja keine Sequenz habe, in die ich meinen Clip jetzt ziehen könnte, kann ich ihn hier mal anwählen und ziehe ihn jetzt hier unten auf das Icon für eine neue Sequenz. Dadurch wird jetzt sozusagen hier eine neue Sequenz von meinem Film erzeugt. Und diese Sequenz passt dann auch zu den Einstellungen des Films, hat auch den gleichen Namen, wobei wir das .mp4 hier ruhig mal wegnehmen können. Wir können den Film jetzt hier erstmal anspielen. Jackie scharf ist, der Hintergrund sich aber deutlich von ihr abhebt. Okay, und jetzt möchte ich das Ganze durch einige meiner Bilder anreichern. Hier ist es vielleicht schlau, per Doppelklick diesen Bilderordner mal zu öffnen. Und damit wir die Bilder hier besser sehen können, kann ich in den Symbolmodus wieder wechseln. Die Bilder verteile ich jetzt so ein bisschen hier über mein Schnittfenster. Hier eins, ruhig ein bisschen länger. Nehmen wir nochmal da eins. Okay, wir nehmen noch hier eins. Sie haben alle eine Länge von 5 Sekunden. Das liegt an meinen Import-Einstellungen unter Bearbeiten, Voreinstellungen, Allgemein, sehe ich, dass es hier eine Standarddauer für Standbilder gibt und die steht auf 125 Frames. Das sind, da wir mit 25 Bildern pro Sekunde arbeiten, 5 Sekunden. Wenn ich das ändern möchte, könnte ich hier zum Beispiel sagen, Mensch, ich hätte eigentlich gerne lieber 10 Sekunden, dann würde ich hier entsprechend 250 Frames eingeben. Mit OK bestätigen. Leider ändert sich hier nichts. Das ändert sich dann erst, wenn ich ein neues Bild importiere. Wenn ich also hier nochmal in den Media Browser gehe und jetzt ein Bild nochmal rüberziehe, dann sehen wir, das hat jetzt die Länge von 10 Sekunden. Also vielleicht vor dem Import entscheiden, wie lang sollen die Bilder eigentlich werden. Wir haben jetzt hier ein paar Bilder hinzugefügt auf eine Videospur über dem Film. Wenn ich das Ganze abspiele, sieht das dann so aus. Kameras im Vergleich zur Fernseh- oder Videokamera ermöglicht uns. Aber das sieht noch ein bisschen langweilig aus. Wir wollen hier ein bisschen Bewegung in die Clips reinbringen. Machen wir den Ordner hier nochmal zu, diese Ablage, und konzentrieren uns hier ein bisschen auf unser Fenster. Jetzt wähle ich mal so einen Clip an und gehe dann in das Fenster Effekteinstellungen. Hier kann man nämlich dem Clip ein bisschen Bewegung hinzufügen. Und wenn wir den jetzt hier mal anwählen, versuchen einfach mal beide Fenster hier zu vergrößern. Den jetzt anwähle, dann sieht man hier so ein Steuerkreuz. Damit kann ich den Clip im Fenster verschieben und wenn ich hier mal ein bisschen weiter rauszoome, 50%, das ist noch zu wenig,
hängt von der Monitordarstellung ab. Dann sieht man, ich habe sogar hier Anfasser. Mit denen kann ich diesen Clip jetzt skalieren. Und ich möchte ganz gerne hier so ein bisschen reinzoomen. Wir gehen also auf den Anfang vom Clip. Öffnen mal das Häkchen Nebenbewegung und klicken hier einmal auf diese Stoppuhr neben der Skalierung. Jetzt gehe ich an das Ende von dem Clip und ändere den Wert hier. Wir gehen vielleicht mal auf 100 und damit haben wir eine ganz langsame Fahrt erzeugt. Eine Bildwirkung, wie wir sie sonst nur aus dem Kino kennen. Vielleicht viel zu langsam. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Zweifelsfalle ziehen wir den nochmal ein bisschen hier ran und ziehen den Schnitt jetzt auch hinterher, sodass ich mir nicht ganz so viel Zeit lasse. Und vielleicht können wir hier auf dem ersten Bild, kannst du nochmal nach vorne gehen, auch noch ein bisschen weiter weg. So weit. Okay, spielen wir es nochmal ab. Zur Fernseh- oder Videokamera ermöglicht uns eine Bildwirkung, wie wir... Okay, das passt für den ersten Clip. Jetzt gehen wir mal in den zweiten. Ich habe schon gesehen, es wird sonst ein bisschen zu langsam, wenn wir die so lang lassen. Also machen wir ihn hier mal ein bisschen kürzer. Die Länge sieht man im Übrigen, wenn man hier auf das Informationenfenster geht. Hier sieht man jetzt die Länge dieses Clips. Dauer sind jetzt 5 Sekunden. Wenn ich ihn hier verändere und nochmal anwähle, sehe ich, jetzt habe ich 4 Sekunden. Das passt vielleicht besser. Auch hier klicken wir wieder in den Clip rein, öffnen ihn hier, öffnen die Bewegung. So. Und vergrößern das Ganze mal. Wir gehen wieder an den Anfang. Skalieren ein bisschen weiter, das Ganze ein bisschen vergrößern. Nicht zu groß, dann wird es nachher nur noch unscharf. Das will ich natürlich auch nicht. Und diesmal weiß ich schon, ich will Position verändern und Skalierung. Also sagen wir zu Beginn des Clips hier, dass wir einmal auf die Stoppuhr bei Position, einmal auf die Stoppuhr bei Skalierung klicken. Jetzt gehe ich ein Stück weiter. Mache die Skalierung hier wieder kleiner. Und ziehe den Clip jetzt hier nach links. So, wir spielen das Ganze wieder ab. Was bedeutet Tiefenschärfe und wie können wir mit unserer Blende arbeiten? Bei einer Okay. Einzige, was mir noch fehlt, ist vielleicht eine Blende. Auf- und Abblende von dem Clip. Und dafür gehe ich jetzt hier rechts auf das Effektefenster und suche mir mal hier die weiche Blende raus. Da unten ist sie. Und diese weiche Blende, die kann man immer auf die Schnittkanten ziehen. Einmal am Ende, einmal am Anfang. Nochmal. Was bedeutet Tiefenschärfe und wie können wir mit unserer Blende arbeiten? Bei einer offenen Blende... Das war jetzt genau in den Schnitt hier rein. Das heißt, wir verschieben das mal ein Stück nach links. ...verschiedener Blenden auf die Tiefenschärfe auswirkt. Was bedeutet Tiefenschärfe und wie können wir mit unserer Blende arbeiten? Bei einer offenen... Das war vielleicht ein bisschen besser. Gehen wir noch in den ersten, auch hier... Schmeiße ich die weiche Blende an den Anfang und ans Ende von dem Clip. Im Vergleich zur Fernseh- oder Videokamera ermöglicht uns eine Bildwirkung, wie wir sie sonst nur aus dem Kino kennen. Und richtig schön wäre das doch, wenn wir diesen Clip nicht nur skalieren würden, sondern wenn wir den noch ein bisschen drehen. Gehen wir einmal in den Anfang, setzen hier ein Keyframe für die Drehung, sodass hier ein Schlüsselbild erzeugt wird. Gehen jetzt ans Ende des Clips. Und drehen ihn ganz leicht. Nur um ein paar Grad. Gucken wir mal. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt. Im Vergleich zur Fernseh- oder Videokamera ermöglicht uns eine Bildwirkung, wie wir sie sonst nur aus dem Kino kennen. Und so habe ich halt die Möglichkeit, meinen Film anzureichern durch einzelne Fotos. Und Dias kann das Ganze hier entsprechend hinzufügen und vielleicht sogar am Ende noch eine ganze Slideshow aus solchen Bildern dann in den Film mit einsetzen. Und gerade dieser Wechsel zwischen Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen kann manchmal sehr spannende Effekte bewirken.